Also dann, da sieht man, dass ich was mache, also dass was vorangeht quasi. Aber ich meine, so Höhlenerkundungen sind auch nicht schlecht, ja. Das mache ich auch gerne. Das mache ich ja auch übrigens in meiner Freizeit. Da bin ich ja Höhlenerkundungsspezialist. Und da bin ich, verbringe ich die meiste Zeit in Höhlen und erkunde da eben. Was ein Scheißgelaber. So. Kingdom Hearts 2. So, da ist noch mehr Kohle. Nehmen wir natürlich alles mit. Ja, alles rinne mit der Scheiße. So. Jetzt muss ich hier erstmal hochkommen. Aufpassen, da ist Wasser, ne? Erde. Ach ne, ich kann ja eigentlich gleich hier unten bleiben. Denn wir haben dann da 1, 2. Dann da 1, 2. Und dann da 1, 2. So. Lot Mima Randoa, da kann ich jeder mit Lot mi den mal morgen. So, gib mir mal die Tong her. So, dann wird es hier so langsam ein Wasserrädchen. So, darunter auch ein paar Stickies machen. Ich glaube, ich höre jetzt mal auf, so zu brüllen. Mir tut der Hals schon ganz schön weh, verdammt. Mir ist halt die letzte Aufnahme echt so ein bisschen... So tranfunzlig vorgekommen. Deshalb habe ich gedacht, ich muss mal ein bisschen mehr Action in meiner Stimme reinbringen. Aber das ist ja hier ein bisschen gerade zu übertrieben. Das tut ja richtig weh schon im Hals. Da muss ich mich ja krank schreiben lassen. Verdammt. Oh, was war das denn? So. Ja, aber nein. Nee, komm, das machen wir wieder weg. Ach komm, wir lassen es erstmal so. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. So. So, jetzt haben wir hier quasi unser Wasserbeckenrädchen. Das müssen wir jetzt noch mit Wasser ausfüllen. Ja, und dann plätschert das Wasser hier quasi so runter und dann da rein, ne? Und dann kommt hier noch so eine schöne Hütte hin. Gehe ich mal davon aus. So, jetzt holen wir uns erstmal einen Eimer. Komme ich eigentlich durch die Glasscheibe hier ans... Nee, schade. Da hätten wir nicht hier reinlaufen müssen. So, dann holen wir uns hier eben den so erwähnten Eimer. Rein damit. So. Haben wir ja zwei. Ja, wir müssen da ein bisschen Schmotter ablegen. Ah, rein damit. Wasser. Das macht mich wahnsinnig, wenn du nicht durch die Tür läufst. So, na Gertlinde, alles klar bei dir? Ach, jetzt hat sie auf einmal Augen. Aha, sieht auch ein bisschen anders aus. So, machen wir mal hier Kohle, haben wir also kohletechnisch. Da sind wir ja schon hier millionärsmäßig unterwegs. So, das Eisen nehmen wir noch ein bisschen mit. Eisen haben wir auch auf jeden Fall drüben auch noch. Tja. Diamanten. Eigentlich das Einzige, was wir mal in nächster Zeit los müssten, wären Diamanten. So. Erde haben wir auch noch ein bisschen was hier. Schau mal. Das kloppen wir gleich unten rein für Cobblestone. Hier, das Knistern geht mir ein bisschen auf den Senkel, muss ich sagen. Es soll wahrscheinlich das Hühnerflügelschlagen sein, dieses Tick. Aber für mich hört sich immer so an, als wären meine Kopfhörer kaputt. Oh, guck mal, ganz viel Gold. So. Oh, guck mal, ganz viel Eisen. So. So. Oh, das war ein bisschen viel. Ach, egal, dann bleibt halt ein bisschen was drinne. Ist mir Schnuppe-Puppe. So. Komm, das schmeißen wir erstmal da rein. Dann lassen wir die Hundis mal ein bisschen vermehren. Den Eimer nehmen wir noch mit. Das kommt da oben rein. Das auch. Das auch. Das auch. Und das auch. So. Jetzt machen wir ein bisschen Hundeliebe mit den Ballerhunden. Oder wie der Kong sagen. Das gibt's doch nicht. Wo kommt denn... Ah, ihr macht mich wahnsinnig. Wie kommt denn hier ständig immer wieder... Also, da ist die Tür auf. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich habe eben schon gedacht hier, wie schon wieder eine Kuh hier reinkommt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So. Jetzt, wo ist das Schnitzel hier, das Vergammelte?
So. Oh, scheiße. Du musst ja erstmal aufstehen. Und du musst auch aufstehen. Und jetzt mach bitte Liebe. Liebe! Wuffis! So, hinsetzen. 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 Der sitzt schon. Dann kriegst du was und du was. Und dann aufstehen und aufstehen und Liebe vollziehen, bitte. Aha. Und hinsetzen. Und hinsetzen. Sehen schön aus, die Wuffis. Und dann... Wer gaut's denn da so? Aha, muss man dich immer erstmal füttern, oder was? So, gut, dann war es jetzt auch erstmal. Da haben wir jetzt hier kein Rottenfleisch mehr. Rottenfleisch. Und dann lischen wir uns mal aufs Ohr. Na komm, dann komm halt mit. Du darfst in die Wohnung. Aber nur, weil du so süß bist. Nur, weil du so süß bist? Wo ist denn mein Süßer? Ja, da ist er. So. Und die Hühner kacken uns wieder die ganze Bude voll. Komm rein, Hundi. Du kannst doch hier durch Wände gehen und so. Hundi! Ich habe gedacht, der kann sich jetzt hier reinbeamen. Verdammt. Hundi! Beifuß! Beifuß! Hierher! Komm, kommst du her! Komm! Da! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Na komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Na, kommst du rein? Kommst du rein? Ah ja, okay, gut. So, und da setzt dich jetzt hin. Brav, brav, brav. So. Ach, ich bin müde. Wieder ein harter Arbeitstag. Ach, da muss ich mich erstmal schlafen legen, verdammt. So. Ach. Oh, das war schön. So. Und weiter geht's draußen. Frisch ans Werk. Wir machen eine Mühle. So. Ach, guck mal, ein Spinnchen. Vielleicht sollte ich hier auch mal immer öfters mal so nach Creepern Ausschau halten, bevor ich rauslaufe. Da haben wir ja schon ein paar Erfahrungen gemacht. Du Spinne, ich kann auch so blöd rumspringen. So. Wo waren wir? Wo waren wir? Aha, wir waren hier. Wir haben den Eimer geholt. Stimmt, ich erinnere mich. Wir brauchen 3 Plätze für 3 Eimer. So, und dann machen wir in diese Eimer natürlich auch ein bisschen Wasser hinein. Das ist ja fantastisch. Das funktioniert ja wie, was weiß ich. So. Und nun machen wir hier und da und so und hier und so. Das muss hier alles noch aufgefüllt werden mit ein bisschen Wasser, meine Damen und Herren. Wasser ist das Elixier des Lebens. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine Runde rückwärts hier bei uns im Autoscooter? Das sind aber jetzt 4. 1, 2, 3, 4. Ja, stimmt doch. Verdammt, rechts und links immer eins frei. Hast recht, mein Junge, hast recht. So, so. So, und dann da so, und dann da so. Oh je, ob das was wird, ich weiß ja nicht. Da so vielleicht? Ah, das Stäßchen juckt. Ah, so. Jo. Also, dann machen wir hier noch, und dann fangen wir so ein bisschen die Hütte an. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal an den Hafen. Dass da auch mal so eine angefangene Baustelle unfertig rumsteht. Nichts schöner als unfertige Sachen rumstehen zu haben. So. Aha, aha, da fehlt noch eins. Das Wasser muss ruhig sein. Ach toll, wie das Wasser auch hier im Eimer so schwappt. Schön. Wusste ich gar nicht. So, warte mal, hier irgendwo. Vielleicht hier. Aha. Und da so. Aha. Ja, und dann in der Mitte, da fehlt eins, oder was? Scheiße, ich hätte nicht gleich so tief graben sollen. Jetzt muss ich hier irgendwie... So. Jetzt kann ich hier natürlich... Ja, aber das bringt noch nichts. Ich muss erstmal hier dem... Ja. Ah, verdammt. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich musste erstmal den Boden hier ein bisschen... So, jetzt habe ich ja hier schon... Ah ja, jetzt hat es funktioniert. Und jetzt kann ich nämlich auch hier aus der Ecke immer Wasser holen. So, zack, zack, zack. Und so und so. Rein damit. Das heißt aber, ich muss hier auch mal noch kurz unterbauen. Das muss man alles wieder weggraben, die Scheiße.
Aber naja, so ist das eben. So. Da müssen wir auch noch runterbauen. Eieieiei. So, jetzt wird's wieder still, das Wasser. Das Wasser. So. Naja, kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Huch. Hätte ich erst reinfüllen sollen, dann tief graben. Ah. Verdammte Axt. Hör auf, mich rumzuspülen, du scheiß Wasser. Oh, jetzt geht's aber vorwärts. Gianna Sisters. Ein geiles Game übrigens, also auch das alte, nicht nur das neue. Hab ich früher auch gern, auf dem Amiga habe ich das noch gespielt. Ach, war das geil. Auf dem Amiga, Gianna Sisters, das war noch was. Da hatten wir auch so olympische Winterspiele. Das war was. So, jetzt haben wir es doch. Und jetzt können wir doch hier... So. Na also. Haben wir eine Schaufel? Natürlich haben wir eine Schaufel. Gucken wir auch gleich noch ein bisschen Krabbel. So. Buddeln wir mal die Scheiße weg. Das machen wir natürlich von über Wasser aus. Dann geht das ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. So, alles einsammeln. Hoch mit dir, mein Junge. So, und schon haben wir hier ein ruhiges Wasserbecken, in dem das Wasserrad ruhen kann, sozusagen. Ich würde dann später gern noch Pisten und Schalter einbauen, mit dem ich dann steuern kann, wo das Wasser entlang fließen soll. Bringt uns zwar nichts, ist aber vielleicht ein neckisches Gimmick. So, hier unten müsste ja eigentlich noch Wasser hin, aber das sieht ja keiner, das ist ja unterirdisch. Huch, und wir sterben gerade. Aber das ist uns egal, wir sind ja hart im Nehmen. So, das Kabel nehmen wir mit. So, her damit! Meins. So, da ist halt ein bisschen blöd, weil der Zaun ja das Wasser verdrängt, aber was soll's. So, jetzt kann ich euch gleich mal zeigen. Das fließt jetzt wahrscheinlich alles in alle Richtungen erstmal. Das müssen wir dann noch ein bisschen eindämmen. Und hier brauchen wir Erde. So. Das machen wir mal weg hier. Und hier würde ich gerne dann irgendwo, dass ich dann so Pistons einbauen, dass ich eben den Wasserfall sperren kann. Und somit dann sagen kann, der soll jetzt nicht hier oben drüber entlang laufen. Und soll nicht übers Wasserrad laufen. Sondern, ach ja, schön. Ja, toll. Haha. Jetzt brauchen wir bloß noch ein Haus nebendran. Oh, falscher Einsatz. Ja, auf jeden Fall will ich dann den Wasserfall so, also dass ich dann quasi hier eine Schleuse öffnen kann, sagen kann, ab hier zu, hier ist nichts mehr. Und dann läuft das Wasser hier hinten raus. Verstehst du? La, 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 la. La 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 la. So, und jetzt machen wir mit dem Holz quasi hier schon mal ein Häuschen hin. Und das Häuschen fängt quasi hier an. So. Also ich mache jetzt nur die Grundrisse vom Häuschen und dann gehen wir quasi ans Lagerhaus. So, das fängt hier an. Wird ein bisschen groß. Zügig. Würde ich sagen. Dann gehen wir noch ein bisschen zurück. Ja, bis hierhin. Bis hierhin können wir gehen. So, also hier fängt das Häuschen an und dann geht das dann hier so rüber. So, ich weiß noch nicht wie weit. Keine Ahnung. Vielleicht lassen wir es auch so in der Größe. Aber eigentlich, wenn hier dann der Weg...